Benjamin ist brisiert. Hab heute Mittag noch Hochzeit. Macht er da jetzt einen Auftritt, oder wie? Nein, der sammelt alte bzw. nicht verkaufte Sachen ein und bringt es an Bedürftige weiter. So ist es, immer im Dienste der Menschheit. Mein Motto. Ach so. Der Lollo Rosso ist halt besonders schön. Lollo Rosso. Da. Da. So. Grüß euch. Sag einmal, mit was machst du das ganze Zeug heute noch zu den Armen und Schwachen fahren? He? Frag doch nicht so blöd. Mit dem Wagen da? Das glaube ich nicht. Ja, warum nicht? Weil der TÜV nämlich bei seinem Nachkriegsschleifer da schon abgelaufen ist. Und zwar nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit 6 Monaten. Den kriege ich nicht mehr durch den TÜV, in 100 Jahren nicht. Beim Schrotthändler muss ich noch was zahlen. Ja, das gilt jetzt alles gleich wieder auslernen. Sag einmal, spinnt's hier? Jedenfalls, die das kriegen, die warten drauf, dass sie es kriegen. Wenn er zwar ist, dass er einen TÜV macht. Das ist doch eine Schikane, ist doch das. Ich bin keine Uniform nicht alt. Ich darf ihm aber schon so eine aufstreichen. Er hat aber eine auch. Jetzt kannst du nicht nur ein Auge zudrucken. Sie hat dich eigentlich nie für einen Paragrafenreiter gehalten. Ganz im Gegenteil. Hansi, du wirst uns doch nicht unsere Wohltätigkeitsinitiative torpedieren. Ich hab immer geglaubt, du hast den Blick fürs Wesentliche. Also, Ermessungsspielräume. Verstehst du mich? Also, einen Tag kann ich da noch geben. Kannst die Ladung da fortfahren und... Dann ist Ende der Reise. Also, warum nicht gleich? Ja, was ist morgen und übermorgen in 2 Wochen? Ich krieg den Kahn nicht mehr durch den TÜV. Wer fährt denn eigentlich so an zu den Leuten? Ja, wer anders halt? So ein Bläden wie mich. Findet ihr so schnell nimmer. Müsst ihr euch einen eigenen Wagen zulegen. Worum geht's? Braucht's einen Sponsor? Okay, wer sollte nun sponsern? Ich hätte eine Idee. Moment. Wie gesagt, nur eine Idee. Verdient ihr euch einen eigenen Lieferwagen. Ihr macht's einen Marktfrauenkalender. Und damit finanzieren wir unseren eigenen Lieferwagen. Bombenidee. Ich war gern der April, weil da habe ich Geburtstag. Niemals lass ich mich so fotografieren. Geh mal. Sauber. Also, ohne mich ist er, ehrlich. Ja, und wer sollte das fotografieren? Ich meine, das müsste der schon ein echter Fotograf, also ein richtiger Profi sein. Weil drunter mache ich das nicht. Wie gesagt, ich reserviere schon mal im April. Also ich bin momentan erotisch ausgelassen, nur lassen wir mal durch. Ich meine, bin jetzt einen Monat verändert, dann vielleicht. Also ich nehme ihn einmal mit. Völlig unverbindlich, gell? Übrigens. Ja. Ich habe früher sehr viel fotografiert. In jeder Richtung. Morgen ist sag's bloß. Was ist denn los, Elfie? Du hast angerufen. Das gibt's. Sowas machen wir jetzt auch. Ein Marktfrauenkalender. Aber natürlich völlig anders, natürlich. Viel geschmackvoller, natürlich. Du weißt doch, dass wir mit den Sachen, die wir am Tag nicht verkaufen, arme Obdachlose und zwar Waisenhäuser unterstützen. Ja, jetzt fällt sein Auto aus. Und mit diesem Kalender wird das neue Fahrzeug dafür gesponsert. Wobei ich schon sagen muss, dass der Witz, also der Reiz, schon in der Erotik liegt. Und was soll jetzt ich dabei?
Ja, du bist doch auch eine Frau vom Markt, irgendwie. Ja, da hat's recht. Und wenn ich das mal sagen darf, es war ein Verlust. Was? Wenn sie nicht mit drin wäre, rein optisch schon. Ihr glaubt's aber nicht im Ernst, dass ich mein BH überzieh, mir an die Hoteltür hinlern und blöd in sein Fotoapparat reingrins. Naja, also den Stil von den Fotos haben wir ja noch gar nicht festgelegt. Und darum sagen wir ja erst einmal Marktfrauenkalender. Erst einmal. Ich sag's gerade aus. Erlauben kann sich das auch jede von euch. Jede halt nach ihren Möglichkeiten. Ja, und Eigenheiten. Also, heutzutage lasst sich doch jede Skifahrerin schon nackert fotografieren. Und ich sag's noch mal, ihr könnt es euch leisten. Und Eigenheiten. Was? Ja, jede nach ihren Möglichkeiten und Eigenheiten, Moni. Und die Moni? Macht die auch mit bei euch im Kalender? Bei unserem Kalender. Ich zähle auf sie. Sie sind für mich der November. Danke, alt und grau. Nein, warm und heimelig. Wenn's draußen kalt wird, dann wollen wir in einer Gaststube, in ein warmes Hotel. Die Moni macht tot sicher mit. Die ist erotisch dermaßen ausgelastet zurzeit. Was hat denn das damit zum Tor? Weil es dadurch locker ist. Du hast recht. Lockerheit ist extrem wichtig bei solche Sachen. Bei was für Sachen? Also, ihr zwei. Ja, genau. Also, wir haben uns das jetzt noch mal überlegt und. Wir täten jetzt mitmachen. Übrigens, die Käslina und die Fischer, Anni, hätten auch Interesse. Wie schauen die aus? Die schon nicht. Wem? Mir. Also, dann haben wir schon gut halber zu beieinander. Wie gesagt, ich bin der April. Und ich bin sicher nicht der November. Machen wir ein Konzept. Nix anders. Maxi? Nein, heute noch nicht. Ja? Thekla, grüß dich. Was? Na, bitte, entschuldige, ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Kitty, glaub's nicht, jetzt kommt die auch noch mit dem depperten Kalender daher. Thekla, die Chefin von Xaver? Hm. Ja, warum nicht? Ich rechne vielleicht ganz fest mit einer, Irmi. Mensch, der Xaver! Xaver, grüß dich, ich bin's. Du, der Maxi ist weg. Was ist jetzt mit dir? Ich darf dich schon sauber her fotografieren. Kannst du drauf verlassen. Mhm. Also, wenn mich einer fotografiert, ich betone wenn, dann ist es der Ivo. Das ist doch logisch. Der Ivo? Ja, der Ivo. Und wenn zum Zweiten, dann möchte ich schon gern wissen, wer da sonst noch drauf ist auf dem Kalender. Also, packt was dann. Wie viel? Also, zuerst muss mein Garderob stimmen. Und da schaut's bei mir nur echt mau aus. Nein, damit hat die Thekla keine Probleme, gell? Uniform an, Oma bei Knopfverlauf, schon geht's dahin. Thekla? Vom Revier? Mhm. Was hat jetzt dem mit dem Markt da? Also, ich mein, wenn da jede dahergelaufene daherkommt und nein, wo in unseren Kalender, dann bin ich schon raus aus dem Spiel. Polizistin vom Revier, morgen kommt da eine Busfahrerin daher. Und wo nein, im Kalender, nur weil es viermal am Tag auf dem Markt halt. Na, danke. Nix für mich, bin schon weg. Also, Elfi, jetzt auch. Da haben wir doch schon ein schönes Konzept. Da hab ich mir was angetan mit diesem Marktfrauenkalender. 12 Monate, 12 Frauen, 12 Probleme. Ja. Zwei sagen zu, eine sagt ab, weil eine von den zwei, die zugesagt haben. Ich hab schon verstanden. Nix passt, so kriege ich nur 12 Monate zusammen. So? Ja, in der Art halt irgendwie. Und warum? Weil wir mit dem Geld vom Verkauf von dem Kalender einen Lieferwagen, einen gemeinsamen, für die Spendenaktionen vermarkt für die Armen und Weisen. Ja, nein, warum die so halbert nackert sein müssen? Christi, also ich bin ja der April. Und da wollte ich gleich schön frühlingshaft daherkommen. Frisch und bunt. Und was den Sexappeal angeht und das Erotische, da arbeiten wir uns einfach langsam hin. Ist er, oder? Keine Frage. Was schaust denn so? Nix. Erotik spielt sich im Kopf ab und ist keine Frage von Alter. Ich hab kein Wort gesagt. Aber geschaut hast.
Komm, Isa, auf geht's. Ich hab ja gehört, dass sogar diese Tekla Eichenseern auf euch auf dem Kalender. Ja, also das geht ja gar nicht. Unmöglich, dann schrumpft's auf null, weil dann bin ich nicht mehr dabei. Also Polizeichefin, Sie schau an. Da, such dir eins aus. Ich bin dabei. Da ist ja überall er mit drauf. Ja. Warum? Ja, weil ich momentan nicht denkbar bin ohne ihn. Also, momentan zumindest. Okay, aber jetzt, ich meine jetzt einmal mit wegen Erotik und so. Weißt du, was das ist? Das ist Liebe. Kein Sex, keine Erotik oder sonst irgendein Krampf. Genau. Jede nach ihre Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin der April. Wird man hier auch bedient? Komm gleich. Mich fotografiert meine Cousine. Ehrlich? Mhm. Für dich. So wird das nie was mit dem Kalender. Kaum sagt da nichts zu. Du musst dann Fehler, Isa. Anna. Du musst sagen, wie viele sind schon für den Kalender? Fehlt nur die 12. Dann will jede die 12. sein. Auch wenn du erst bloß 6 hast. Das kann vom Xaver sein. Ich bin der Maxi. Der Xaver zahlt. Ich muss. Schon klar. Für dich. Was ist los? Ming tut's nimmer. Eingesperrt hat sie sich. Was mag sie nimmer? Ich wollte den fotografieren, dann hat sie Fotos von einer Moni im Ivo gesehen. Jetzt mag sie nur noch Fotos mit dir. Ist doch kein Problem. Ich bin doch da. Das darfst du ehrlich für mich machen. Warum denn nicht? Hafer. Halt! Nicht so schnell! Die nächste 12. Danke, wir wollten da draußen nicht übernachten, Dago. Tatsächlich. Setzen, da. Ja, Hura, Heiland, Sakrament noch einmal. Dago, Deutsch. Algerisch ist mindestens genauso deutsch wie bayerisch. Nein, nicht Sie. Also gar nicht. Weiter. Mischen Sie sich nicht in Sachen ein, von denen Sie keine Ahnung haben. Wenn ich von irgendwas eine Ahnung hab, dann davon. Ja, ja, ist gut, mir kommt. Herrgott, das glaubst du nicht. Xaver, Einsatz. Wo? Uferweg 17. Da schmeißt eine Frau mit Angelhake auf einen Mann. Was macht der Wind? Hat aufgehört. Regen? Null. Gewitter? Verzogen. Und nur für den Moment. In den Osten. Also. Und dann, wenn es wieder zurückkommt, dann wird es extrem. Hagel garantiert. Die Gewitter, die aus dem Osten kommen. Ja, jetzt reicht's mit den Bauernregeln und Pinselweisheiten. Na, da hat er halt auch recht. Das ist genau das gleiche wie mit dem vorderen Wind. Vorderer Wind? Der östliche. Der westliche Wind, ja, der hintere Wind. Nein, das ist dann der Westwind. Nein. Schluss, aus, Amen. Fakten. Kaffee. Name, geboren, wann und wo. Meinen Sie mich? Ja, die anderen kenne ich seit 20 Jahren. Kennen Sie mich nicht? Nein. Ich bin der Isar-Reiter. Veranstaltung jeglicher Art. Von 1 Solo bis 24 Mann Blaskompanie. Aber am besten, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich allein. Meine Karte. Und ist der Isar-Reiter auch irgendwann geboren und hat einen vielleicht ganz bürgerlichen Namen? Isar und hat er.
geboren mit Namen. Und dürften wir den vielleicht irgendwie erfahren? Ungern. Aber wenn Sie mit drängen? Ich dränge. Gickel Manfred, 15. November 1974. Und um was geht's? Ja, ich warte. Auf was? Auf den Liebelsepp und sein Geld, das mir gehört. Und wo ist der Herr Liebel jetzt? Chirurgische Notaufnahme rechts, da ist er. Wird genäht. Weil er keine Ahnung von Musik hat. Und wer hat ihm diese Verletzungen beigebracht? Er sich selber. Ja, von wegen. Ich hab nur abgewehrt. Ah, und da ist er einer dann voll hineingerannt. Ja, weil der Liebelsepp nicht nur einen schlechten Geschmack hat, sondern eine miserable Kampftaktik. Also bin ich Pazifist. Ich darf von mir aus nie jemand angreifen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und weshalb hat er denn angegriffen? Weil er sich nicht in der Hand hat. Durchdraht. Nachdem sie ihm die Hochzeit seiner Tochter ruiniert haben. Was heißt hier ruiniert? Laut meiner Einschätzung war da eine Bombenstimmung. Aber einzelne wenige, das ist immer so. Ein paar Querschläger hast du immer dabei. Die gingen auch privat zum Lachen in den Keller. Als wir kamen, sah das Ganze nach Tumult aus. Aus welchem Anlass? Angeblich wegen eines Liedes von ihm. Das Bangkok-Lied. Kampflied? Angeblich eher weniger. Ja, um nicht zu sagen, eher das Gegenteil. Ne? Ein bisschen sehr unter der Gürtellinie. Ganz gepflegte Sozialkritik mit Niveau ist das Bangkok-Lied. Alles, was ich mache, hat Niveau. Herr Giegel! Isa Reiter, das nervt. Musik kann gar nicht nerven. So, der ist auf dem Weg von der Klinik daher, der Herr Liebel. Der wird gleich da sein. Schön, dann soll er den Flieder rausrücken und alles ist wieder im Lot. Ja, von wegen. Jetzt geht hier der Papierkrieg erst richtig los. Wieso? Weil dieser Herr Liebel Sepp sicherlich Strafantrag gegen Sie stellen wird. Der Liebel Sepp, der stellt gar nichts gegen mich. Den kenne ich schon so lang. Ja, irgendwann, da hört da jede Freundschaft einmal auf. Spätestens in der chirurgischen. Ich hab gesagt, wir kennen uns. Von Freund war nicht die Rede. Wäre er ein Freund, hätte ich selbstverständlich umsonst für ihn und für seine Tochter gespielt. Die Hochzeit war so oder so ruiniert gewesen. Dem Sepp und seiner Tochter hat's ja gefallen. Die Musik, meine ich. Die Schwiegereltern, die waren das Problem. Die sind nämlich aus der Reisebranche und haben natürlich hyperempfindlich auf meinen Sextouristen reagiert. Na, der wie in München 7, Schindler? Aha. Jetzt mal langsam, Felix. Martha für München, Strich, Y, Josef, 4, 9, 4, 6. Gutes Hobby. Moment einmal. So. Liebel, Josef, mein Name. Augenblick, Felix. Sepp. Nix da, Sepp. Mit dir, da hab ich noch eine Rechnung offen. Nein, mit dir, und zwar bei 450 Euro. Das ist meine Gage. Und ich krieg von dir 14.800 Euro für die Hochzeit meiner Tochter, die du ruiniert hast. Ich hab die Tochter nicht ruiniert. Nein, aber ihre Hochzeit. Und von dem, da ganz zu schweigen, genäht 7 Stiche. Wie gesagt, ich hab nur abgewehrt. So, meine Herren, jetzt alles schön der Reihe nach. Durchrutschen, hinsetzen. Setzen. Da. Aussage nach Aussage. Jeder kommt mal dran. Herr Liebel, Name, geboren, wann und wo? Ein ganzes, halbes Jahr hat sie sich darauf vorbereitet, meine Nadine. Auf die Hochzeit. Immer mehr ist dazugekommen. Können wir die Vorbereitungszeit vielleicht bitte überspringen und direkt zur Hochzeit? Dass sie wollte halt keinen Fehler machen, meine Nadine. Weil die Schwiegerleute, die sind schon eher von der anspruchsvollen Sorte. Eine ganz überspannte Neureichenbagage ist das, wenn's mich fragst. War die recht steif, die Schwiegerleutseite? Die ganze Verwandtschaft ist so überspannt. Ah ja. Allein schon dieser Rüdiger. Der hat deiner Nadine doch gar nicht verdient, der überspannte Zipfe. Und von Musik nicht so viel Ahnung, wie Dreck unter dem Fingernagel steckt. Eigentlich möchte ich nur meine 450 Euro und dann ab durch die Mitte. Heute ist Flower-Time. Da gebe ich manchmal Spontankonzerte. Ja. Wahrscheinlich nackt. Manchmal durchaus. Je nach Publikum. Wobei richtig nackert bin ich nie. Schau, Sepp. Können wir jetzt vielleicht wieder zur Tat selber?
Herr Liebl, Konzentration. Dass Sie um leicht reden. Hey, ich hab zwei solcher, ne? Dinger. Lokal. Örtliche Betäubung. Im Schädel. Trunken habe ich auch was und meine Tochter sitzt im Hotel, stark weinend. Auf der Hochzeit selber, da sitzt nur noch meine Verwandtschaft. Mit einer Bombenstimmung, jede Wette. Natürliche Selektion nennt man sowas. Und Ihr Schwiegersohn, dieser Rüdiger. Hallo, schon der Name, Sepp. Kümmert sich um seine Eltern. Wahrscheinlich in erster Linie um die Frau Mama. Das ist eine ganz eine Geschmerzte. Die hat bei meinen harmloseren Lieder schon die Augen vertraut. Hey, Urlaub auf der Wiesn, ein todsicherer Stimmungsknaller. Grabestille auf der Schwiegerseite. Bitte. Nur die erste Strophe, damit sie einen Eindruck haben. Jetzt schau dieselbe Frage, was ich in Urlaub tue. Da haben 1000 Prospekte von der Reiseagentur. Meine Frau mag sehr weit weg und ich fang an zum Schimpfen. Ich hock mich in keinen Flieger und tu mich auch nicht impfen. Ich mach Urlaub auf der Wiesn, ich brauch keinen weißen Strand. Ich mach Urlaub auf der Wiesn, in meinem Fischentrachtengewand. Ist doch pfundig, oder? Seine Verwandtschaft hat mitgesungen, den ganzen Refrain. Und auf der Schwiegerseite eisiges Schweigen. Ja, kein Wunder. Die haben Reisebüros. Ich hab eine Metzgerei. Und dann kam der Höhepunkt. Ein München in Bangkok ist immer der Höhepunkt meiner Show. Da kiss ich mir zum Schluss. Halt einmal. Das ist aber schon der Sextourist, oder? Das Lied hat mehrere Titel. Sextourist, ein München in Bangkok oder auch nur Bangkok. Je nachdem. Je nach was? Je nach Publikum. Inhalt ist immer gleich. Aber ist, wie gesagt, extrem sozialkritisch. Und was gießt du dir da am Ende? Ein Glas Weißbier über den Kopf und in die Hosen, die er sich vorher, also am Anfang vor dem Lied, schon halb aufgemacht hat. Ja, da muss er durch, der Zuhörer. Kunst kann nicht immer nur angenehm sein. Ich hab mich in meinem ganzen Leben noch nie so geschämt wie auf der Hochzeit von meiner eigenen Tochter. Stellt er sich da vor alle hin, macht seine Hosen weit auf, säuft ein Weißbier wie der letzte Prolet und singt von Nutten, Mitbringseln und greift sich dann auch noch immer zwischen die... Na, ich will das gar nicht mehr weiter erzählen. Wenn's der Michael Jackson gemacht hat, und zwar andauernd, da war's recht, bei mir war doch das nur ein Hinweis auf... Ja, das wissen wir jetzt schon, dass das nur ein Hinweis. Jetzt lass ihn doch einmal ausreden. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so sexistisch veranlagt bist, Dago. Ich schon. Jedenfalls, wie er sich dann das Weißbier über den Kopf geschüttet hat, war natürlich die Geschichte gegessen. Ich mein, die haben doch das alles als Kritik begriffen. Die haben 20 Reisebüros in Norddeutschland. Schwerpunkt Südostasien. So ist es. Das sind doch eigentlich die Scheinheiligen, die mit ihren Niedrigpreisen die Männer darunter locken. Männer, die hier oben keinen Stich machen taten und sie da unten aufhören wie die letzten Schweine. Ich weiß schon, warum ich dieses Lied im Repertoire hab. Und weißt du was, Little Sepp, im Grunde kannst du saufroh sein, dass die Sache so ausgegangen ist. Wehret den Anfängen, sag ich immer. Wehret den Anfängen! Die Nadine ist doch die einzige Tochter, oder? So ist es. Und jetzt ist verheiratet mit einem, der bei der ersten Gelegenheit der Mama hinterherläuft, nur weil die an Geschmacksverirrung leidet oder einen Migräneanfall hat. Jetzt investierst du noch 10.000 Euro in eine Blitzscheidung, dann seid ihr los, das Reiseveranstalter-Geschwerl. Und deine Nadine kann in eine glückliche Zukunft blicken. Ist eine Perspektive. Oder, Sepp? In was sind wir denn hier hineingeraten? Sie. In eine Metzgerei, in was denn sonst? Er. Also die Schwiegerleut beim Antrittsbesuch. Heilfroh, kannst du sein, Sepp. Heilfroh. Ist doch schließlich auch noch wer, oder? Selbst bloß als Metzger. Gerade als Metzger. Dago, bitte. Ich hab doch mein Nadine nicht umsonst studieren lassen. Damit's mit dem erstbesten Busfahrer. Weil nichts anderes sind's, diese Reiseunternehmer. Da braucht keiner von denen von oben auf einen Metzger runterschauen. Umgekehrt muss es sein, Sepp. Umgekehrt. Weißt was? Die 10.000 für eine Blitzscheidung, die sind gut angelegt. Eine Investition fürs Leben. Gerade für deine Nadine. Und ich krieg da meine 450 Euro. Die sollst du haben. Gut's. Gut.
Ein Lied zum Abschied, Sepp. Ja, der Sextourist. Na, den kenne ich schon. An jener Wein, bitteschön. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren, der wurde weggeputzt von dieser Erd. Man fand ihn erst am 9. Tage bei Tegernsee am Peißenberg. Auf hartem Fels hat er sein Blut vergossen, auf dem Bauche liegen fand man ihn. Von hinten war er angeschossen, zerschmettert war sein Unterkinn. Kaffee ist schon da. Deiner. Schnecken da. Zucker ist schon drin. Das ist ein Händel. Schnicken waren aus. Da? War die letzte. Manchmal macht er ganz gute Händel. Was ist denn drin? Füllung? Hoffentlich kann man mal leid. Hab ich schon wieder gegessen. Hast du schon gelesen? Liest du gerade? Nein. Ich mein das da. Hast du das schon gelesen? Hab ich. Seit wann ist denn das da? Seit gestern. Hat praktisch jeder gekriegt. Von der Gemeinde. Ist eine Wurfsendung. Sag mal, die spinnen da, oder? Das geht ja total gegen den Bauhof. Ja, total. Gegen uns. Ja. Ich meine, da steht ja letztlich nichts anderes drin, als dass wir bestechlich sind, oder? Ja, eigentlich geht es bloß ums Trinkgeld. Schreiben Sie wenigstens. Trinkgeld, schreiben Sie. Bestechung, meinen Sie. Ja, die sind doch Freund von dir da oben im Rathaus. Sie, die Specht, der Bürgermeister, der Kaiser. Sind's. Aber Maß und sowas, ohne das mit dir hin. Das weiß ich nicht. Aber da werde ich jetzt einmal reinfahren und dann rede ich mit Erna. Und dann weiß es. Wo möchtest du jetzt hin? Ja, aufspannen, Wertstoff auf hinten. Nein, nix, den Spaß zu. Ja, zu ist er, ja, aufspannen muss ich. Warte mal. Wann haben wir denn offizielle Öffnungszeit? Um 10. Wir sparen doch immer um 9. Ab heute nimmer. Ab heute machen wir Dienst nach Vorschrift, bis das da geklärt ist. Gut. Hey! Keiner da! Soll ich dir ein bisschen tragen? Wieso denn? Kannst du auch stehen bleiben und mir den Schlüssel herwerfen, bevor du auf dem halben Weg zusammenbrichst? Ich hab nicht so viel Zeit, dass ich da sinnlos in der Gegend rumstehe. Also schick dich und sperr auf. Dazu muss ich mich nicht schicken. Hab noch eine ganze Stunde Zeit. Sie haben doch immer um 9 Uhr aufgesperrt, seit die denken kann. Und jetzt machen wir um 10 Uhr auf, so wie es da steht, Öffnungszeiten. Aber ihr habt es doch sonst nicht immer so genau genommen. Aber ab heute nehmen wir es sehr genau. Wollt ihr jetzt schon bloß fürs Aufspannen euer Trinkgeld? Wir sind nicht bestechlich, nicht einmal durchs Trinkgeld. Und seit wann? Immer schon und ab heute ganz besonders. Also entweder du fährst und kommst um 10 Uhr wieder oder du wartest bis um 10 Uhr. Und jetzt habe ich es dir zum letzten Mal erklärt. Ab jetzt bin ich praktisch für dich gar nicht mehr da. Du darfst viel gehen. Nur eins nicht. Wir schikanieren. Ich sag's dir gleich, probier's nicht. Weil dann kenne ich mich nicht mehr. Die sind keine Schikanen, die sind Vorschriften. Das zu entladen ist Sperrmüllgut. Darf das Volumen von 2 Kubikmetern nicht überschreiten. Und wenn ich da auf die Pritschenspur in einem Lieferwagen aufschaue, dann sehe ich 3,5 Kubik. Locker. Wenn ich 4 habe. Ich hau dir jetzt gleich nicht aufs Maul. Dann sehen wir gleich, ob du da bist oder nicht. Jetzt darfst du gleich ein bisschen draufhauen. In einer Viertelstunde mache ich auf. Das ganze Klump, da hau ich jetzt dann in einer Viertelstunde runter und nicht drauf. 2 Kubik von dem Klump kannst du drin abladen. Die anderen 1,5 bis 2 Kubik, wo du beim Limit bist, die lässt du vorher da heraus runter. Ich fahr mit dem ganzen Klump da rein, lad 2 Kubik ab und fahr mit dem Rest wieder raus. Nein, mit dem Rest fährst du gar nicht rein. Den lässt du vorher da ab, bis nur 2 Kubik auf deiner Pritschen drauf sind. Und dann darfst du reinfahren. Und dann fahr ich wieder raus. Lad das wieder auf, was ich zuerst abgeladen hab und fahr damit heim. Meinst du das so? Das meine ich nicht nur so, das ist so. Du darfst Maximum 2 Kubik da reinfahren. Das sind die Vorschriften. Und du,
Ah, was ist mit mir? Du kannst die Hälfte von deinen Sachen gleich wieder runter da. Drei Viertel, mindestens. Das sind nicht meine Sachen. Das gehört die Welt, dem alten Ehepaar auf dem Traktor. Den habe ich einen gefallen da. Die haben mir ein Haushalt aufgelöst. Du musst eine Ausnahme machen. Tut mir leid. Aber Ausnahmen gibt's keine mehr. Die großen Sachen lade ich ab, aber die kleinen, die fallen rein. Ein Moment, Simon. 2 Kubik pro Fuhre und kein Gramm mehr kommt mir da rein. Ja. Ja. Hey. Wenn's 2 Kubik sind, nachher sagst du halt, gell? Jetzt wird's ziemlich feindselig da herunten. Aber auch schon gut, wenn's vorbeikommen. Nicht, dass ich mich einsam fühle, aber. Gut, schick dich.